Dachchen, Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Skyrim Dragonborn. Ja, wir sind hier bei diesem Handelsaußenposten angelangt, damit wir einen kleinen Speicherpunkt haben. Und wir rennen auch gleich mal zum Tempel von Mirak. Den müssen wir nämlich finden, weil dieser Mirak uns im letzten Part diese Kultisten auf den Hals gehetzt hat. Hier haben wir irgend noch so ein Verlies oder sowas ähnliches. Oder eine Ruine, Kagrumetz. Geht's mal da nicht nach unten. Ich will jetzt da weitergehen. Sieht mir ein bisschen unheimlich. Ah, warum durchsuche ich leere Sachen hier? Grüne Äpfel. Ah. Weg. Ah, Serana. Du bist blöd. Serana, du bist blöd. So, wir rennen jetzt mal hier nach oben. Vielleicht finden wir einen Weg. Ich finde hier einmal die komplizierten Wege. Da ist nix. Ja, da müssen wir hier ein bisschen nach rechts gehen und dann mal kurz die Waffe wechseln. Habe ich den Bogen? Ja, ich habe einen Bogen. Gut, da vorne ist auch noch was. Irgendwas ist da. Aber was? Die Enthüllung jetzt! Jetzt. Altar von Trond. Und eine Leiche. Ein Opfer. Ein ziemlich blutiges Opfer. Was haben wir hier? Na, die Höhle vom Altar. Ne, da will ich ehrlich gesagt nicht reingehen. Da will ich... Uiuiui, wir sind ein bisschen zu weit gelaufen. Müssen wir wieder nach unten. Ja, da hinten geht's hoch. Zack. Oh, da liegt ein Drache am Boden. Ein Drachenskelett in Morrowind. Dachte, die gibt's nur im Himmelsrand. Hier noch ein Drache. Im Trailer sagten sie ja, das erste Drachenblut verschlang die Drachen. Und den sie vergessen haben. Was? Ja gut, hier Tempel von Mirak. Hier schuftet ihr. Gut. Auf das wir uns erinnern. Shut up. Hier, die können wir entfernen, die Markierung. So, jetzt müssen wir hier rauf, denke ich mal. Des Nachts holen wir uns wieder. Was bei Tage gestohlen wurde. Ja. Was bei Tage gestohlen wurde. So, abgeschlossen, Drachenblut. Begonnen der Tempel von Mirak. Isra, ich bin hier, um euch zu helfen. Ihr müsst diesen Ort verlassen. Ist geblendet. Ihr dort, was führt euch hierher? Warum seid ihr hier? Wer seid ihr? Ich bin Freya von den Skaal. Ich bin hier, um mein Volk zu retten oder zu rächen. Wovor retten? Ich bin mir nicht sicher. Etwas hat die Kontrolle über die meisten Bewohner von Solstheim übernommen. Es bringt sie dazu, sich selbst zu vergessen und an diesen schrecklichen Machenschaften zu arbeiten, die die Steine und das Land selbst korrumpieren. Mein Vater Storm, unser Schamane, sagt, dass Mirak nach Solstheim zurückgekehrt ist. Aber das ist doch unmöglich. Dieser Mirak hat versucht, mich umbringen zu lassen. Dann haben wir beide allen Grund zu sehen, was unter uns liegt. Lasst uns gehen. Ich kann hier nichts mehr tun. Ich kann den Baumstein und meine Freunde im Moment nicht retten. Wir müssen einen Weg in den Tempel dort unten finden. Ja, wir reden hier mal nicht so viel mit ihr. Was? Und wenn die Welt erst sieht. Ah, da geht's auch unten. Da kann man kämpfen. Kultisten sind da. Ah, du machst das alleine, okay. Zusätzliche Magika, nee. Und wenn die Welt sich erinnert. Sehr gut, du bist aber eine Kämpferbraut hier. Kannst gerne alles alleine. Wo ist Serana? Um diese Welt geschehen. Ja, gehen wir mal rein in den Tempel von Mirak. Ich möchte das nicht allzu lang in die Länge ziehen hier, weil wir wollen ja ausschließlich das DLC sehen und nicht unnötig quatschen und so. Bisschen Action und so. Serana ist hier. Ja, die lebt noch. Gut.
Seid ihr jetzt bereit, mir zu helfen? Wir sollten nicht trödeln. Ja. Knochenmehl kann ich wir für ein paar... Wir sollten die Räume nach Vorräten durchsuchen, bevor wir weiter in den Tempel vordringen. Hier sind ja nur Skelette. Da liegt noch Gold im Skelett. Das ist schön. Magieresistenz. Oi. Höchste Heilung. Heilung. Finde ich gut, dass ihr sowas hier habt. Ja, schauen wir mal hier. Sogar noch ein Geldbeutel neben dem Skelett. Ja. Wenigstens hat sie keine Droger, wie in Himmelsrand. Ich hasse die Droger. Alter. Da haben sie direkt verkohlt. Alter Schwede, ey. Der hat sogar noch Geld irgendwo drinne. Naja. Geld für mich ist gut. Lasst euch Zeit. Ich folge euch, wenn ihr fertig seid. Boah, hast du mich erschrocken, ey. Bösartiges Gift. Ja, dann nehmen wir mal. Starkes Gift der Magika. So, Truhe. Stahlrimmpfeile. Alter, 20 Damage. Nicht schlecht. Ein Saphir. Gebänderte Eisenrüstung. Nee, das will ich nicht. Das mir wurde immer gesagt, ich solle Ruinen wie dieser aus dem Weg gehen. Jetzt shut up. Ich auch warum. Gehen wir? Das Böse an diesem Ort muss ausgemerzt werden. Shut up. Wir müssen herausfinden, was hier vor sich geht. Ja, komm. Ja, jetzt, ja. Fertig, Pause da. Vibe. Komm. Wie heißt sie überhaupt? Freya, ach ja, stimmt. Wer ist da? Ah, müsst ihr mir in den Weg stehen, dann gehe ich halt in den Nahkampf. Oh, Entschuldigung, Freya. Ja, Rolle des Rufs zu den Waffen, ja. Stab des der Zombies, naja. Brauche ich nicht. Gold, Atronarchenschmieden, Rezept, ja, Zwergenpfeil. Wir müssen hier in diesen Ruinen aufpassen. Überall können Fallen sein. Es sind sicher nicht wenige. Ja, ja. Der Mark hat versucht, hier die Macht zu ergreifen und sich gleichzeitig zu schützen. Ja, das ist sogar so noch... Was ist denn das, ein Kultist? Ein Droger. Warum hast du da einen Droger? Kam da einer? Sag mir nicht, die sind hier auch. Ah, nein. Eieiei. Ja. Das ist so viel zu den Fallen. So viel zu den Fallen. Ja. Gut. Weiter geht's. Sollte ich schon bereit sein mit dem Bogen? So. Ich möchte mir nicht vorstellen, was hier passiert sein mag. Wer waren die armen Seelen, die in diesen Käfigen gefangen gehalten wurden? Welche Qualen mussten sie durch Mirak erleiden? Geschah es im Dienst der Drachen oder für seine eigenen Zwecke? Alter. Ist das so? Schau mal da hoch. Ich glaube, ich sehe etwas. Hoch. Was laberst du? Wo hoch? Hey. Die Treppe ist zerstört. Aber irgendwo muss es einen Weg nach oben geben. Wer weiß, ob dort nicht etwas Wertvolles zu finden ist. Ja. Ich sehe mich mal um. Wenn ihr bereit seid, können wir weitergehen. Ja, komm. Wir müssen herausfinden, was hier vor sich geht. So, ja, wie willst du denn da nach oben kommen? Was? Woher seid ihr gekommen? Oh, Nahkampf, Alter. Ja, da kann ich auch. So. Schön ruhig hier. Ruheloser Droger. Droger Todesfürst, sogar noch meinen Pfeil. Alter, das ist einfach 1700 Kultist. Komm. Oh, ist tot. Zack. Jawohl, soll ich das mitnehmen? 30 Gewicht, dann hätte ich 300... Ja. Nee, nehme ich nicht mit. So.
Da liegt der erste Kultist, ein Elfenohr, Gold. Nordpfeil, ja. Was hast du? Mein Pfeil. Mit euch kämpft es sich gut. Ja, ich weiß. Mit mir kämpft es sich gut. Der hat nichts. Gut, weiter. Ein Griff. Ja, dann aktivieren wir den mal. So, weiter geht's. Let's go. Gehen wir mal hier rechts durch. Hallo, Droga. Du machst mir nichts. Du bist zu lahm. Ah, Freya, geh da weg. Er gehört mir. Was ist denn das? Von wo hast du jetzt dieses Skelett? Na, egal. Warum müssen hier Droga sein? Yes! Ah, noch einer. Ein Bulliger. Shut up. Oh! Du auch. Tschüss. Weg da. Los. Oh! Kaputt. Kaputt. So, die Droga Geisel. Und der hier, der Bullige. Na, der hat nichts Besonderes. Naja. Was haben wir denn hier? Oh, Feuersalz. Zehn Gold. Neun Gold. Drei Gold. Oh. Oh, hier ist ja noch mehr. Zaubertrank der Heilung, nochmal der Heilung. Elixier der Stärke nehme ich auch mal. Weiß man nie, wann man es gebrauchen kann. Woher seid ihr gekommen? So, weiter geht's. Muss ich kurz hören, ob meine Tür aufgegangen ist. Das hätte es nicht enden können. So. Nee, der erwacht nicht, aber der hat was. Gut. Weiter. Seine Kiste. Da ist eine Truhe. Na, wer sagt's denn? Ein makelloser Amethyst, ein Ebenerzbogen. Na, will ich nicht. Will ich nicht. Ich hab einen Dädrischen. Ah! Danke. Was zur Hölle? Bitteschön. So. Lebt noch einer. Da, da. Oh, wow, wow, wow. Was, wo ist er denn? Alter, diese behinderten Fallen. Diese dummen Fallen hier, so. Und Diadem. Lebt da noch einer? Ah. So, bitte. Ist doch nicht so schwer. Was habt ihr denn alle? Ah, hier habe ich noch eine Armbrust. Ich wollte das hier. Heilung. So, jetzt muss ich hier... Das Schwert für links. So. Noch eine Truhe. Sehr schön. Gold. Ewige Heilung. Kleine Heilung. Nehme ich immer wieder gerne mit. Ah. What? Was habt ihr denn? Feuer. Feuer. Da gehe ich nicht runter. Es wäre dumm, es zu versuchen. Ihr Warum? Habt viel bessere Chancen als ich, diese Fallen zu überwinden. Ja, na klar. Ich denke nicht, dass dieser Hebel die Klingen deaktiviert. Ich warte erst einmal hier. F5. Was für ein Hebel? Warum sitzt du denn? Wo siehst du hier einen Hebel? Ein Hebel? Au. Okay, wisst ihr was? Yay! Cheerio!
Oh, Serana, du bist doch so dumm. Vielen Dank. Offensichtlich hat sich Mira-Ark alle Mühe gegeben, so unerreichbar wie möglich zu sein. Ja, da hat die mir aber nichts gebracht. Nee, das war bestimmt nicht die letzte Falle, Vibe. Kannst du dir sicher sein. Und ja, ich drücke mal F5. Mit dieser Fallenbezwingung verabschiede ich mich für den heutigen Part. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schönen Abend noch. Tschüss.